Hier, wusstet ihr eigentlich, wenn Freiberufler keine Steuererklärung abgeben wollen, können die dem Finanzamt auch einfach eine Postkarte schicken. Am besten aus Südamerika. €300, höre ich, mehr als 300 Euro, kommen Sie, Herrschaften. Junge Wählerin, ideologisch flexibel. Jetzt mitbieten, ganz ohne Liquiditätsprüfung. Es sind nur noch 5 Monate bis Angebotsende. Ja, Dollarkuh der SPD, Postkarte statt Steuererklärung und dient alles nur der Vereinfachung des Wahlkampfs. Steuerbonus klingt halt seriöser als Freibier. Aber ist genauso kalkuliert, als wenn wir gleich zu Beginn der Show openwith.org zeigen würden, wo nicht zuletzt Anfänger bares Geld sparen können, da man hier erfährt, mit welcher kostenlosen Software man selbst exotische Dateiformate öffnen kann. Und ähnlich hilfreich ist Alternative 2. Hier wird sehr übersichtlich nach Kategorien aufgelistet, welche nicht nur kostenlosen Softwarealternativen es zu den unterschiedlichsten Programmen gibt. Den ganz begriffsstutzigen zeigt man Dateien allerdings am besten gleich mit File to VS. Da kann man nämlich die verschiedensten Dateiarten hochladen, die dann automatisch in eine Website umgewandelt werden. Und eine Website kann ja nun wirklich jeder öffnen. Man sollte sich da übrigens echt nichts vormachen. Für Politiker sind wir nur Stimmvieh. Aber Stimmvieh macht auch Mist. Und deswegen werden wir kurz vor Wahlen etwas gepampert. Aber im Geiste teilen die uns genau wie Peter Funch in irgendwelche Gruppen ein. Der dänische Künstler und Fotograf hat nämlich die scheinbare Austauschbarkeit von Menschen und Situationen in cleveren Fotomontagen dokumentiert, indem er ähnliche Aufnahmen von Passanten in nur einem Bild zusammengefügt hat. Carrie Scarbucker hat sich dagegen auf nur eine Person festgelegt, sich selbst. Und der verlangt er auch alles ab, denn er fotografiert sich ständig in haarsträubenden Szenen. Dass seine Lebensversicherungsprämie trotzdem noch nicht sechsstellig ist, verdankt er natürlich nicht sichtbaren Drähten, die der Dynamik seiner Fotos allerdings keinerlei Abbruch tun. Obwohl, wenn er ohne Drähte so in der Dusche ausgerutscht wäre, dann hätte er sogar noch Geld gespart. Nämlich das für den Duschvorhang und die Badezimmermatte im Psycholook, falls man mal die Putzfrau dazu bringen will, dass sie von sich aus kündigt. Wer übrigens nicht so ein profilloses Austauschgesicht haben will, der hat 2 Möglichkeiten. Er beleidigt die Klitschkos oder experimentiert mal mit Fotoface rum. Eine spaßige Anwendung, die Fotos von Gesichtern dreidimensional darstellt und mit der man außerdem zum Beispiel noch das Alter, den Gesichtsausdruck oder die ganze Charakteristik des Gesichts verändern kann. Dabei sollte man eigentlich nie versuchen, jemand zu sein, der man nicht ist. Denn wie sowas enden kann, sieht man doch am Beispiel dieses Seesterns, der sich plötzlich in den Kopf gesetzt hat, ein Himmelstern zu werden und deshalb einen anwesenden Affen um Rat und Hilfe fragt. Das war Ehrensenf, ich bin Christine, tschüss. Hat einer von euch gestern Schmidt und Pocher gesehen? Ich habe gehört, die letzte war noch mal lustig.